In diesem Video geht es um die gleichmäßige Stetigkeit. Ich setze für dieses Video voraus, dass ihr das Video Stetigkeit schon angeschaut habt oder eben wisst, was Stetigkeit ist. Und dann fange ich jetzt einfach mal an mit der Definition von der gleichmäßigen Stetigkeit. Also wenn wir die mal aufschreiben, dann heißt das mathematisch, für alle Epsilon Größe 0 existiert ein Delta Größe 0, sodass für alle x und x0 Element, ja ich nehme jetzt mal R, ihr könnt das natürlich auch mit anderen Zahlenbereichen dann machen, gilt, wenn der Betrag von x minus x0 kleiner ist als das Delta, dann folgt daraus, dass der Betrag von f von x minus f von x0 kleiner ist als das Epsilon x0. So, was ist jetzt anders in dieser Definition? Machen wir die erstmal rot, weil die ist ja wichtig. Sieht ja auf den ersten Blick schon so aus wie die Definition bei der normalen Stetigkeit. Aber es gibt hier einen entscheidenden Unterschied, das hier nämlich steht für alle x0. Beim anderen hing es nur von x ab, jetzt von x0. Und das heißt, wenn wir ausrechnen, unser Delta definieren wir ja immer selbst, das werde ich auch später dann an einer Beispielaufgabe machen, dann darf hier Delta nicht von x0 abhängen, sondern nur von Epsilon. Bei der Normalstetigkeit konnte Delta von beidem abhängen, aber hier nicht von x0, sondern nur von dem jeweiligen Epsilon. So, was heißt das jetzt? Oder was ist darin anders? Deshalb mache ich jetzt erstmal zwei Bilder, damit man sich das besser vorstellen kann. Und zwar von zwei Funktionen, wobei die eine eben gleichmäßig stetig ist, und zwar die Betragsfunktion, und die andere, die nicht gleichmäßig stetig ist. Und das wäre x². Und ich möchte jetzt mal anfangen mit nicht gleichmäßiger stetiger Funktion, nämlich x². Wenn wir das hier mal so einzeichnen würden, dann sieht das ja irgendwie so aus. Also eben eine Parabel. So. Und jetzt gilt eben für diese x²-Funktion, wenn ich jetzt hier so Striche ziehe, und das hier unten, das soll immer den gleichen Abstand haben. Also das hier soll jetzt gleich groß sein wie dieser Abstand, und ich würde jetzt immer so weitermachen. Und diesen Abstand hier, den nenne ich Delta. So. Und jetzt mache ich von diesen Strichen, die ich hier gezogen habe, so waagrechte Striche rüber zur y-Achse. So, und jetzt habe ich nämlich als die jeweiligen Epsilone, habe ich diese Abstände, die sich hier ergeben. Das wären die zugehörigen Epsilone. Also Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3, und das würde dann immer so weitergehen. Und bei dieser Funktion ist es nicht schwer zu erkennen, dass die Epsilone hier immer größer werden, obwohl ich hier jedes Mal dasselbe Delta habe. Und das ist bei gleichmäßiger Stetigkeit eben nicht der Fall. Also ich mache vielleicht noch erst, damit es noch offensichtlicher wäre, wenn ich das jetzt bis hier da hoch machen würde, dann wäre das letzte irgendwo da oben, also irgendwie so, als Epsilon 4. Und klar zu erkennen, dass das größer wird als Epsilon 1. Wenn diese Funktion jetzt gleichmäßig stetig wäre, müssten für gleiche Delta hier unten hier auch dieselben Epsilon herauskommen. Beziehungsweise wenn, dann werden sie eben dann kleiner, aber auf jeden Fall können sie nicht größer werden, sondern eben hier was Gleichmäßiges, daher eben auch der Begriff gleichmäßige Stetigkeit. Stetig ist die Funktion auf jeden Fall trotzdem, weil man kann sie ja auch durchzeichnen. Und es funktioniert auch die andere Definition, weil wenn wir das von unserem x0 abhängig machen, dann stimmt das wieder. Aber hier wachsen die Epsilone an. Und wenn ich jetzt meine Betragsfunktion hätte, zeichne die jetzt auch mal nur in dem Bereich, gilt dann eben auch für den Negativen, die irgendwie so aussieht. So, dann mache ich jetzt hier mein jeweiliges Delta. Also das hier wieder alles gleich lang, alles wieder Delta. Und wenn ich jetzt davon eben hier rangehe, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht so genau gezeichnet, das könnte man schon genauer machen, wenn man das dann mit Geodreieck macht. Auf jeden Fall würdet ihr hier eben rausbekommen, dass diese Abstände, die ihr dann hier links erhaltet, die da, die sind immer gleich, das ist immer dasselbe Epsilon. Das heißt, es ist ganz egal, welches x0 ihr bekommt. Für das gleiche Delta erhaltet ihr links dasselbe Epsilon. Und
Das bedeutet eben, dass das Ganze dann gleichmäßig stetig wäre. So. Das Ganze rechnerisch machen möchte ich jetzt auch noch anhand einer Beispielaufgabe, weil in der Regel zeichnet ihr, wenn ihr Mathe studiert, ja nicht irgendwelche Graphen und schaut euch die an, sondern ihr nehmt eben da oben diese allgemeine Formulierung und müsst das dann rechnerisch beweisen. Das möchte ich allerdings im Extra-Video machen, denn in diesem Video geht es um die gleichmäßige Stetigkeit dann von Sinus von x und das haben extrem viele auch als Aufgabe und suchen das und deswegen möchte ich das gerne als Extra-Video haben, damit die dann auch direkt ihre Aufgabe finden und nicht dann, wenn sie suchen, nicht finden, weil es eben unter dem Begriff gleichmäßige Stetigkeit allgemein steht.